Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und yo, ich wollte heute einfach mal so aufnehmen. Also mich hinsetzen abends und ganz gechillt hier dem Clankrieg frönen. Also einfach mal immer wieder die Aufnahmetaste gedrückt halten, um so ein bisschen Clankrieg hier für euch festzuhalten. Ist auch mal ein bisschen was Normales, mal so ganz abseits von irgendwelchen Events oder Legenden oder beste Angriffe oder beste Strategien. Und das ist allerdings ein Replay, also das ist eine Wiederholung, aber ich bekomme sicherlich live was rein. Ich muss halt nur am Start bleiben, ich mache gleich das Tablet ganz laut und dass ich dann keinen Angriff hier verpasse für euch, ist dann so ähnlich wie im Livestream. Und okay, da die Blimp gesetzt, kommt jetzt ziemlich breite Front hier mit den Drachen rein. Ich persönlich finde die Front ein bisschen zu breit, weil die Drachen halt mit Masse stark sind, aber einzeln halt auch eher schwach sind. Und hatte jetzt zwar mit der Blimp das Rathaus rausgezogen, aber der Rest wird jetzt sehr, sehr schwierig. Scattershot fällt. Fällt der noch? Ja, der fällt, okay. Aber X-Bogen ist noch da. Denn hier hinten haben wir noch ein Single Inferno. Ein paar nervige Skelette kommen auch noch mit dazu, aber ich denke, sind noch mal gute zwei Sterne im ziemlich hohen Bereich. Gucken wir mal. King kann er noch zünden. Ich hätte ihn jetzt auch schon fast gezündet, weil die Drachen wahrscheinlich weiter auf das Lager gehen. Ah ne, die gehen in die Mitte. Okay. Schwarze Mine. Noch eine schwarze. Noch eine rote, noch eine schwarze. Okay, ist alles dabei hier in der Mitte. Und da hat er ein bisschen Pech. Kann aber den King noch zünden, aber der wird jetzt auch nichts mehr ausrichten können. Und ich werde jetzt auch ein bisschen schneller, weil ich glaube, jetzt fängt gleich so ein bisschen so die High-Phase an. Also ich weiß nicht, wie das bei euch im Clan ist oder in den Clans ist, aber hier gibt es immer so eine bestimmte Zeit erstmal, wenn der Clankrieg angefangen ist, dass jeder so ein bisschen hittet oder viele schon mal ihren ersten Hit setzen, wenn nicht sogar zwei, je nachdem. Und dann machen wir in der Regel nächsten Tag ein bisschen weiter. Die Taktik von dem Video von gestern vom Gegner war schon sehr, sehr gut, denn der hat ja gut vorgelegt gehabt und da bist du so ein bisschen dann als Gegner gefordert und musst selber agieren oder reagieren. Ja, und das fand ich eigentlich ganz gut, wie der Gegner das jetzt gemacht hat, nicht wie wir es gemacht haben, denn wir haben nicht agiert und nicht reagiert. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Es gibt schon viele, viele Fleckchen hier, also Flaggen. Und auch ein paar Briefchen, okay. Oh, da haben wir den ersten Live. Ich brauche gar keine Pause machen, Leute. Sehr schön. Ich brauche gar keine Pause machen. Der Hai hier. Hi. Hi, hi. Auf die stärkste Base hier im Clankrieg. Und ich will jetzt keine Prognose abgeben, aber ich denke mal, so einfach wird es nicht sein mit den Drachen. Denn der Adler ist glaube ich, Max. Und auch der Monolith ist auf Level 1. Kampftürme, Gift und Wut. Kann man machen. Viele sagen ja mittlerweile, dass die Wutkampftürme doch sehr, 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 sehr stark sind. Am Anfang sind die ein bisschen belächelt worden. Und weil man da gesagt hatte, ja, das bringt gar nichts, da die Einheiten zu boosten. Aber das Rathaus muss auch einmal schaffen. Und das ist auch ein Fünfer. Ja, also da wird auch noch mal ein bisschen was kaputt gehen. Da sind wir ehrlich, der Rest ist auch wirklich nicht gut. Hat noch King und Queen. Da hinten ist noch eine kleine Luftabwehr. Und dann sind das hier doch drei Sterne auf diese vermeidbare starke oder leichte Base. Das war jetzt mal gegenüber und fand ich jetzt ganz gut. Das war, ihr wisst genau, das ist purer Zufall hier, dass ich einfach so sitzen bleiben kann und kann hier. Wer macht mir hier die Musik aus hier bei Spotify? Hier klaut mir einer schon wieder Spotify. Das riecht mich auf. Ich meine Jungs sehen das, dass ich hier eine NCS-Liste habe und dann sollen die mir das nicht wegnehmen abends, meine Herren. Aber okay, 100% erster Dreier hier auf die vermeidbar stärkste oder schwächste Base vom Gegner. Und wie gesagt, eben schon, gibt ein paar Flaggen. Was steht da so dran? Identisch mit 6, okay. Identisch mit 8, alles klar. Da hat jemand mal rüber geschaut. Identisch mit 2. Und die 2 macht der Proxima. Okay, bin ich mal gespannt. Ich gehe erstmal raus. Oder ich kann eigentlich drin bleiben, denn dann habe ich den kurzen Weg gleich in die Angriffe. Und kurzer Cut, bis gleich. Bisschen gedauert. Die Teilnehmer haben sich nicht so wirklich getraut hier. Ich muss jetzt aber auch keinen ermutigen, Leute, sondern ich konnte jetzt einfach reingehen. Aber wie gesagt, es hat doch ein bisschen gedauert jetzt. Und gucken wir mal, was Leon hier, ja, ich wollte gerade sagen, verzapft oder verblimmt, aber verblimmt ist noch nichts.
Bogenschützen gehen, laufen jetzt allerdings Richtung Gift dort. Und ich denke mal, so richtig heftig war für die, obwohl so viel Zauber hat er gar nicht genommen, hat die wirklich nur zwei, dreimal unsichtbar gemacht und gut ist. Ich denke, auf so einer kurzen Strecke, wenn man eh die Blimp nimmt, kannst du auch gleich eine Blimp mit Kobolden nehmen, finde ich. Die sind genauso gut und du hast keinen einzigen Zauber verbraucht. Okay, du kriegst natürlich jetzt nicht noch ein bisschen rum weg. Ja, das ist klar, aber so wirklich viel hat er jetzt auch nicht gepackt dadurch und hat jetzt schon dadurch Zauber gesetzt bzw. verloren. Aber okay, gehen wir weiter rein und gucken uns den Lalo-Part hier an. Der muss jetzt, ich weiß gar nicht, war da jetzt was in der Clanbook oder eher nicht? Ich kann es gar nicht, ja, nee, die Clanbook kommt jetzt erst noch raus. Okay, jetzt ist aber auch kein Gift und die Clanbook ist nervig, kann ich euch sagen, Hexen. Ziemlich nervig mit den Hexen hier. Da geht erstmal nichts drauf. Die müssen entweder so ein bisschen im Splatter-Schaden fallen. Oder aber er hat jetzt irgendwas, was die Hexen da wegmacht. Das wird aber schon schwierig. Die stehen ziemlich tief. Und der Warden fliegt aber erstmal an denen vorbei. Okay. Der Scatter gibt alles. Wird jetzt erst auch ein bisschen zu spät gefrostet. Aber hat jetzt auch nur einen Schuss noch abgeben können. Hinten raus wird es aber noch mal ziemlich spannend. Hier hinten sind ein paar Minions und die Wardenstatue muss gar nicht alles geben, aber die, ja, ich finde immer diesen Pick-Schaden, den die Wardenstatue macht, ist auch ziemlich stark. Also das darf man nicht verkennen. Das ist zwar kein Flächenschaden, aber da reicht immer so ein, zwei Hits, dann reicht das auch für einen Ballon. Und wenn die sowieso noch im in der Range weit weg sind, aber es könnten doch irgendwo, na, da hinten noch, da geht noch ein bisschen was. 34 Sekunden wird eine ganz enge Kiste. Da muss die Queen jetzt schon zünden, damit die kleinen Bogenschützen hier die Wardenstatue wegmachen. Da die immer nur einen kleinen Bogenschützen nimmt, ist das schnell gemacht, aber 20 Sekunden und jetzt noch mal durch die Mauer, ne? Eieiei, das war zu wenig Clean-up. Ach, hier ist noch ein Bogenschützenturm, okay. Oh, durch zwei Mauern, noch 12 Sekunden, 11 Sekunden, 10 Sekunden, 9 Sekunden, 8 Sekunden, das wird ein Time-Fail, würde ich sagen. Truppen, denke ich mal, sind genug da. Queen ist noch voll im Heilung. Aber letztendlich ist es der Time-Fail für den Leon. Macht aber nichts, ich warte auf den nächsten Angriff. Bis gleich. Da sind wir wieder drin, Leute. Ich hoffe, ich habe die Aufnahmetaste passend gedrückt. Und zwar der BN295 hat jetzt die letzten Hocks eben noch für mir bekommen. Da sagt aber auch keiner mal, Toto, gib mal Truppen, ich will angreifen oder so. Nein, warum soll man das auch sagen, ne? Aber egal, dafür sitze ich ja hier. Es ist mittlerweile auch 22.39 Uhr geworden. Also heute lässt das ganz schön auf sich warten hier. Man könnte auch sagen, eine ganz schön faule Bande geworden. Aber jeden Tag Clash of Clans, Leute, das ist auch anstrengend. Könnt ihr mir glauben? Jeden Tag Clash of Clans ist auch ein bisschen anstrengend. Also zumindest was das Strategiespielen hier angeht und die Angriffsstrategien. King da lang, Queen da lang, okay. Ob das so gewollt war, weiß ich nicht. Queen sollte bestimmt reingehen, aber die zieht sich jetzt natürlich nicht in die Mitte, sondern die geht jetzt weiter zum Lager. Da hat er den Magier ein bisschen spät gesetzt, weil die Queen nicht mehr zurückgeht. Und jetzt ist die Queen im Fokus der Luftabwehr. Die wechselt jetzt noch mal kurz, hat er Glück gehabt. Und von da kommen jetzt schon die Hocks. Gab es hier nicht eine Clanburg auch? Oder hat er die vorher gelockt? Kann natürlich sein, dass ich genau die Sekunde zu spät war, dass sie die Clanburg gar nicht genommen hat. Nimmt jetzt aber hier schon ein paar Hocks. Okay, 17 hat er noch. 17 Miner und 11 Hocks hat er noch. Aber irgendwie muss jetzt auch ein bisschen Clanburg kommen. Jetzt kommt die Clanburg raus, also die gegnerische Clanburg. Auch wieder Hexen. Ja, Hexen sind nervig. Sehen wir jetzt heute schon zum zweiten Mal. Und jetzt geht's aber mit den Minern hier los und die gehen, was? Oh, die Struggelfalle da unten, die Quellenfalle oder Tornadofalle, so heißt sie. Jetzt wäre Zeit für einen Heilzauber da am Rathaus, würde ich sagen. Nimmt er noch keinen, nimmt erstmal einen Frost und kein Heil. Jetzt kommt der Heil mit dazu. Okay, die Queen müht sich da am King ab, aber ist erst ein 47er King. Die Skelette werden jetzt ein bisschen angeknabbert da, die machen jetzt alle Heiler weg, okay. Queen muss gleich noch durch eine Mauer, hat aber noch einen Unsichtbarkeitszauber. Okay, da bin ich mal gespannt, wo er den ziehen will, was er hier Unsichtbarkeit oder in die Unsichtbarkeit bringen will. Der Tesla
Im Innenraum fällt auch, allerdings müssen jetzt noch so ein paar Gebäude hier fallen, dass die Queen jetzt gleich nicht alles machen muss. Kann mir vorstellen, dass er die nochmal in Unsichtbarkeit bringt. Die muss jetzt aber auch erstmal durch eine Mauer, 43 Sekunden, 65er Queen. Wollte gerade umdrehen. Ah, die wollte gerade wieder umdrehen. Was geht hier mit den Frauen? Die wollte gerade wieder umdrehen, Leute. Der Warden ist aber auch noch am Schießen und wir sehen das erste Mal hier, also ich zumindest das erste Mal, den neuen Warden-Skin. Und der Warden ganz, ganz nah bei. An der Kanone ein bisschen zu nah worden. Das war ein bisschen zu nah. Jetzt muss er auch schon zünden, weil jetzt läuft auch ein bisschen die Zeit gegen ihn. Allerdings der X-Bogen hier steht zu tief. Da muss er nochmal durch eine Mauer durch. Und so bleiben das hier zwei Sterne. Und so bewahrheitet sich nach wie vor das, was ich gesagt habe. Das war ja jetzt schon 13er auf den 12er. Das, was ich gesagt habe, im unteren Bereich sind wir im Moment nicht so stark. Ich gucke jetzt mal gerade 5,56, 65, ja, ging ein kleines bisschen vernachlässigt, aber naja, es war ein Hit, ich konnte ihn mit festhalten. War jetzt der dritte Hit, mal sehen, ob ich noch einen vierten mitbekomme vor 11 oder halb 12 und mal gucken. Ich habe jetzt eben schon doch mal jemanden aufgefordert, hier anzugreifen, damit ich mal ein bisschen live was reinkriege hier von den Jungs und Mädels. Aber gut, mal sehen, der Queen Walk, ja, der Queen Walk war, oh Mann, das stimmt wohl. Bis gleich. Ja, und wenn ich die Aufnahmetaste gedrückt hätte, dann hätte ich auch diesen Angriff mit reingekriegt. Aber egal. Ich zeige ihn euch noch. Es ist jetzt 23.12 Uhr. Bis dato hat keiner mehr angegriffen. Dann habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal meinen Hit. Aber ihr habt ja jetzt schon, glaube ich, schon gesehen, was es wurde oder nicht. Weiß ich gar nicht. Was es wurde oder was es nicht wird. Ganz komische, eigentlich eine alte Base hier. Also so dolle, glaube ich, ist sie jetzt gar nicht. Kann man aber ein bisschen anders machen. Wenn man mit dem Queen Charge über 9 Uhr geht, also erstmal das ganze Freie da wegmacht und dann unten vielleicht mit dem Hybrid oder Only Hawks oder was auch immer mit reinspielt, da wo jetzt der King sich eben noch abgemüht hat. Ich glaube, dann geht das schon ganz gut. Aber ich habe es jetzt erstmal so probiert und mit den Drachen, ich muss ja auch ein bisschen leiser sprechen, meine Live-Zuschauer kennen das Problem, das ab 11 Uhr Problem hier, was nicht immer da ist, aber immer dann, wenn du es nicht erwartest, ist es meistens da. Ja, jetzt lasse ich mich da auch noch wegfegen. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das Spiel gesehen habe und ich meine, ich habe jetzt schon eben drei Angriffe gesehen und habe gesehen, dass sie immer Hexen in der Clanburg hatten. Da könnte man meinen, die hatten ja auch Hexen drin, hatten sie auch. Aber der zweite Fehler stand eigentlich ganz gut für meine Ballons, aber trotzdem sterben die da alle ganz, ganz schnell im Gift. Da war der Warden jetzt auch ein bisschen zu weit weg, da war kein Ballon in der Aura drin. Und dann haben die natürlich keine Chance. Aber ich habe gedacht, der Feger fegt die vielleicht raus aus der Base wieder. Also der Feger, der jetzt nach 19, 11 Uhr steht, so circa, der stand da nach Clanburg. Aber dennoch, glaube ich, war das ein ganz guter Angriff erstmal für mich. Erstmal erster Hit gemacht, hatte ich ja gesagt. Ich mache jetzt auch immer abends meine ersten Hits. Dann habe ich am nächsten Tag auch nicht so viel Stress mit dem langen Warten. Und der Gegner weiß dann auch schon mal, ich wollte jetzt gerade sagen, wo der Hammer hängt. Aber noch weiß er noch nicht so richtig, wo der Hammer hängt. Dennoch möchte ich ganz gerne auch ersten Tag erster Hit und einen zweiten Tag dann auch ausbessern oder vielleicht nur einen zweiten guten Hit setzen, je nachdem, was noch so offen ist, aber das war jetzt offen hier und ich habe es nicht mit live aufgenommen. Ich bin auch ein Held, ne? Warte auf die anderen zum live aufnehmen und nehme mich dann selber natürlich nicht live auf. Warum auch? Naja, ich werde das Ganze jetzt in die Schneidekiste packen und wünsche euch auf jeden Fall schon mal vorab ein wirklich, wirklich schönes, schönes Wochenende. Wir sehen uns in den Livestreams und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, danke Leute, euer Toto. Bleibt.